Am Dienstag kam der Hammer. Aus Olympia 2020 wird Olympia 2021. Die Sportler müssen sich also ein Jahr länger in Topform halten. Doch das ist aktuell gar nicht so leicht. Denn trainieren wie hier vor wenigen Monaten ist zu Zeiten der Corona-Krise keine einfache Angelegenheit. Wobei gerade die Gewichtheber dabei eine kleine Ausnahme bilden. Das ist bei uns Gewichthebern ja Gott sei Dank recht problemlos, da jeder seine eigene Hantel hat und seine eigenen Scheiben. Also da ist auch, wird nichts untereinander getauscht. Und der Abstand zwischeneinander ist auch groß genug. Also wir haben so von Trainingspole zu Trainingspole 4-5 Meter Platz und kommen uns da auch nicht nahe. Jürgen Spies hätte sich auf Olympia in diesem Jahr gefreut. Doch im Sinne der Chancengleichheit war er bereits seit Wochen überzeugt davon, dass nur eine Verschiebung ins nächste Jahr fair sein kann. Und nicht nur die Trainingsbedingungen spielen dabei eine Rolle. Auch ein Rückschritt in die Dopingfalle könnte den inzwischen wieder aufgebauten Ruf der Sportart gefährden. Wer sportaffin ist, der weiß, dass die Gewichtheber da ein bisschen Probleme hatten in den letzten Jahren und dass unser Weltverband sehr viel getan hat jetzt mit Dopingkontrollen. Und jetzt liegen eigentlich die meisten nationalen Antidopingagenturen flach. Und doch ist es gerade für Spies keine einfache Situation. Heute wird er 36 Jahre alt, die Uhr tickt gewissermaßen gegen ihn. Ich bin jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste. Wenn es jetzt für mich so dumm laufen würde, dass man es um 2 Jahre verschiebt und mir dann einfach nicht mehr reicht bis dahin, ja, dann ist es so. Da gibt es trotzdem wichtige Sachen im Leben. Bisher wurden die Olympischen Spiele in Tokio zum Glück nur um ein Jahr verlegt. Eine weitere Verzögerung steht erstmal nicht in Aussicht. Und doch tut jede Woche ohne Wettkampf weh. Mir blutet jede Woche das Herz, wenn die Wochenenden rumgehen, ohne dass Sport kommt zum selber gucken, zum selber machen. Also ich habe auch schon Bundesliga-Kämpfe jetzt abgesagt, die EM abgeblasen. Das tut natürlich weh, aber man muss in so einer Situation auch einfach sagen, es gibt wichtigere Sachen als Sport. Zum Beispiel die eigene Gesundheit. Und die geht auf jeden Fall vor. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die reguläre Trainingsarbeit und allen voran die Wettkämpfe möglichst schnell wieder beginnen können.